alles Wichtige aus unserem Land jetzt in einer halben Stunde. Herzlich willkommen zum Schleswig-Holstein-Magazin am Dienstag. Guten Abend. Immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Typischer Seefahrerspruch. Aber die Fähren nach Föhr und Amrum, die hätten gern etwas mehr Wasser unter sich. Die Wicker Dampfschiffreederei schlägt jetzt Alarm, weil die Fahrrinnen versanden. Das führt dazu, dass sich bei Niedrigwasser die Abfahrten oft verspäten. Seit 28 Jahren fährt er für die Wicker Dampfschiffsreederei. Versorgt mit der Fähre Amrum und Föhr mit allem, was dort benötigt wird. Bringt Passagiere hin und zurück. Die Fahrrinne wird darum regelmäßig freigebaggert. Doch direkt vor Dagebüll kommt Norbert Krauledat seit gut 3 Wochen nicht mehr oder nur noch langsam durch. 300 Meter Fahrrinne sind durch Frühjahrsstürme und den Ostwind der vergangenen Wochen stärker versandet als sonst. Nur noch 1,80 Meter statt 2,10 Meter tief. Wenn wir Niedrigwasser haben, dann bleibt halt nur eine ganz schmale Rinne. Und das Problem ist, flach ist es ja schon immer gewesen in der Einfahrt, aber es wird auch immer schmaler. Aber für die Fahrgäste ist es ja das Schlimme. Die möchten ihre Bahnanschlüsse bekommen, die planen ihre Reise und da muss jeden Tag der Plan umgestellt werden. Unsere größte Sorge ist, dass es zu Grundberührung kommt und dabei vor allem die Handrebe beschädigt werden. Das ist der Punkt und das müssen wir in jedem Fall vermeiden. Und entsprechende Anweisung mussten wir leider den Schiffen auch geben, dass sie im Zweifel in den Häfen bleiben, wenn der Wasserstand nicht ausreicht, um ohne Grundberührung hier durchs Fahrwasser zu fahren. Täglich fallen mittlerweile Abfahrten aus. 5 Verschiebungen gab es alleine heute. Grund dafür, dass viele Fahrgäste flexibel sein müssen, viele Abfahrten nur noch nach Wasserstand stattfinden, die Ausbaggerarbeiten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes. Seit einigen Jahren wird der Schlick mit Saugbaggern weggespült. Das sei vielleicht günstiger, aber nicht effektiv genug, bemängelt die Reederei. Und die Arbeiten sind nur bis 12 Grad Wassertemperatur erlaubt. Die erste Spülung hat noch funktioniert, wenn auch in Grenzen. Die zweite war halt schon eine Hopperbaggerung, also mit einem Saugbagger, die dann aus den Sturmgründen nicht so durchgeführt werden konnte, wie sie durchgeführt werden soll. Und uns ist bewusst, dass wir das machen müssen. Deswegen kommt in den nächsten Wochen hier noch Hopperbagger und macht den Rest der Sachen, die noch zu machen sind. Am 11. Mai soll der Bagger im Dagebüller Hafen ankommen. In den Tagen danach mit den Arbeiten beginnen. Wir müssen uns ansehen, was für ein Bagger dort arbeitet. Denn es kommt, wie gesagt, nicht darauf an, dass ein Bagger durch das Fahrwasser fährt, sondern es kommt auf die richtige Methode an. Und das ist der Punkt. Es muss ausgebaggert werden. Spülen reicht nicht mehr. 1,8 Millionen Menschen sind im vergangenen Jahr auf ihren Fähren mitgefahren. Auch Kapitän Norbert Krauledat hofft, dass sie die auch in diesem Jahr mitnehmen können. Auf Fahrten, auch bei Niedrigwasser. Der Countdown läuft noch.